Ja, hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, Thomas Thiemeier, mit einem neuen Eintrag aus der Wunderwelt der Schriftstellerei. Ja, heute, ich bin schon auf dem Sprung, ich werde mich gleich ins Auto setzen, denn heute geht's nach Rüsselsheim. In Rüsselsheim findet alljährlich eines der größten fantastischen Literaturfestivals in Deutschland statt. Wie heißt es denn genau? Heute ist das 8. literarische Fantasy Festival. Das findet normalerweise immer in einem Naturschutzgebiet statt, in den Weilheimer Kiesgruben. Heute ist das Wetter leider nicht so doll, darum ist es ins Innere verlegt worden. Es findet also heute in Rüsselsheim statt. Ja, und ich darf da heute Abend lesen mit vielen anderen sehr talentierten, sehr erfolgreichen Autoren zusammen. Unter anderem Wolfgang Holbein, Nina Blason oder Blason, so heißt es richtig, Blason. Und ich weiß gar nicht, wer noch alles kommt. Also auch unter den Gästen werden einige Autoren sein. Peter Schwind hat zum Beispiel gesagt, er wird mit dabei sein und so weiter. Ich freue mich sehr drauf. Ich war schon einmal da. Das ist ein ganz, ganz besonderes Festival, was ganz Spektakuläres. Naja, und ich bin jetzt gerade dabei, hier noch so ein bisschen zu packen. Ich habe nämlich heute eine Doppelpremiere. Ich werde einmal lesen aus... Klare Sache, das verbotene Eden 2, Logan und Gwen, und ich werde lesen aus dem 4. Band der Chroniken der Weltensucher, der Atem des Teufels. Zwei kurze Lesungen werde ich haben, aber wie gesagt, es sind zwei Premieren und deswegen ist es für mich was ganz Besonderes. Was auch noch sehr besonders ist an diesem Festival ist, es beginnt erst um 19 Uhr und zieht sich dann bis tief in die Nacht. Meistens ist es dann erst so um 1 Uhr zu Ende und so. Und als ich das erste Mal da war, wie gesagt, hat das draußen unter freiem Himmel im Naturschutzgebiet stattgefunden. Und das ist natürlich eine spektakuläre Sache. Die Leute kommen dann mit Zelten und Schlafsäcken und Liegestühlen und bauen das dann da alles auf. Und es ist eine sehr, sehr spannende, schöne und eindrückliche Atmosphäre. Untermalt werden die Lesungen dann auch immer noch von einem Perkussionisten, einem Schlagzeuger, der wirklich zu den einzelnen Leseabschnitten speziell kleine Stücke komponiert. Ihr werdet das alles sehen. Ich werde nämlich die Kamera heute mitnehmen und werde euch einfach hautnah dabei sein lassen. Also, bis dann. So, nun geht's also los. Es ist jetzt kurz vor 12. Ich habe gedacht, ich starte mal ein bisschen früher. Heute ist Freitag, können voll sein auf den Autobahnen und ja, wenn ich noch Zeit habe, gucke ich mir noch ein bisschen die Stadt an oder gehe irgendwo einen Kaffee trinken oder so. Auf jeden Fall geht's jetzt los. Ja, das Festival beginnt jetzt in wenigen Minuten. Jetzt ist es 18 Uhr. Wir fangen erstmal an mit einer kleinen Pressekonferenz. Da sind verschiedene Journalisten eingeladen, hier aus der Umgebung. Zeitungen, aber auch Journalisten, die im Web veröffentlichen und so weiter. Und die werden uns dann ein paar Fragen stellen. Da wird auch noch mal was zum organisatorischen Ablauf dieses Festivals berichtet und so weiter. Und ja, um 19 Uhr geht dann die eigentliche Lesung los, das eigentliche Festival. Beginnen wird die Nina Blason und ich bin schon sehr gespannt, was sie uns vorlesen wird. Wir können ja dann vielleicht zwei, drei Takte dazu sagen. Ja, also wie gesagt, wir haben das Material da, das liegt auch da. Auch der Ablauf liegt hier für die Presse, also damit Sie wissen, was heute Abend alles auf Sie zukommt. Das, was ich Ihnen erzählt habe, liegt hier auch. Begonnen. Hinter mir liest gerade Nina Blason aus ihrem neuen Roman.
Und ich darf jetzt deswegen nicht so laut reden, damit ich hier nicht störe. Aber es wird noch viele interessante Eindrücke von diesem Abend geben. Ich bin sicher, das wird eine ganz spannende Geschichte. Und die lila Vorhänge sich bewegten. Nonna hatte jeden Fenstergriff im Hotel mit Silberkordeln umwickelt, an denen Glasperlen aufgefädelt waren. Die losen Enden dieser Kordeln schwangen in der Zugluft sacht hin und her, als würden Geisterkatzen mit ihnen spielen. Jetzt kommt Thomas Thiemeyer auf die Bühne. Vielen Dank. Ich möchte euch heute Abend mitnehmen auf eine weite Reise. Die Geschichte, aus der ich vorlesen werde, gehört zu einem Zyklus, einer Buchreihe mit dem Namen Die Chroniken der Weltensucher. Und die spielen im Jahre 1893. Und ich habe dieses Buch geschrieben als Verbeugung, Verneigung vor dem großen Jules Verne und seinem Roman Reise zum Mittelpunkt der Erde. Dann begann das eigentliche Schauspiel. Oskar konnte nicht behaupten, alles zu verstehen, was er da sah, aber es war nicht wichtig. Offenbar handelte es sich um eine Art Liebesgeschichte, in der auch etliche Götter und Fabelwesen vorkamen. Da gab es Löwen, Hexen und Hexenmeister, Königin, wunderschöne Prinzessin und die alle kennen. Ich habe hier Thomas Thiemeyer, ich habe Lieber Kerstin.